Juhu! Herzlich willkommen bei Coco und Tom. Seit Mai 2022 sind wir beide mit unserem selbst ausgebauten Krümel 4x4 unterwegs. Von Anfang an dabei ist unser Wassermonster Kuba. Der Weg ist das Ziel und zu dritt wollen wir Europa und den Rest der Welt kennenlernen. Wenn du auch ein bisschen mitreisen möchtest, dann komm einfach mit. Try to stay with you, babe. And it hurts me that I feel so out of place, heavyweight. I can be your any longer. Guten Morgen, ich mache gerade mit Kuba meine morgendliche Runde und ich wollte nochmal zurückkommen auf das Problem mit dem Öl. Ich habe gestern Abend nochmal geprüft, war wieder ein Tropfen am linken Hinterrad und dann habe ich jetzt mal geguckt. Wir fahren gleich mal zu einem LKW-Händler von Iveco, der ist hier um die Ecke, der hat ganz gute Bewertungen und lass den mal gucken. Ja, dann drückt mir mal die Daumen, dass das so wird, dass wir gleich weiterfahren können und die Achse wieder dicht wird. So, wir stehen mal wieder in der Werkstatt. Warum sind wir hier? Das wissen die Leute, das habe ich ja schon erzählt. Die Hinterachse leckt. Wir wollen überprüfen lassen, ob es schlimm ist oder ob wir es zu Hause machen können. Ja. Und durch Zufall sind wir hier vorbeigekommen, stand Iveco dran, stand Deutz dran. Aber wie immer in Italien. Dauert. Das ist die erste Hürde, erstmal die Sprachbarriere, hier spricht wieder keiner Englisch. Ja, und jetzt, der angerufen werden sollte zum Übersetzen, war nicht erreichbar. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, ich glaube, das wird auch was dauern. Hier ist richtig viel Betrieb. Ja, aber auch ein Riesenladen. Das war leider ein Satz mit X. Das war nix. Kein Mechaniker hat Zeit zu gucken. Aber wir haben jetzt eine zweite Adresse. Mal gucken, ob wir da noch hinfahren. Ja, wir fahren auf jeden Fall da mal hin. Das sind nur 6 Kilometer. Und dann geben wir dann auf und versuchen diese Ziele weiter. Ja. Guck, wir hoffen, dass es hält. So lange. So, wir stehen beim zweiten Reparateur. Das sieht ganz gut hier aus. Sie haben Mehltrucks, auch alte Ivecos. Ich bin gespannt, ob die uns helfen können und wollen und wann. Und Zeit haben. Ja. Also Leute, ich komme jetzt gerade aus der Werkstatt. Die Italiener haben versucht, die Radbremszylinder hier in Italien irgendwie aufzutreiben, aber das ist nicht gelungen. Unser Plan ist jetzt, dass wir die in Deutschland bestellen. Da sind sie wohl verfügbar und mein Sohn schickt sie dann per Express hier an den Laden. Ich hoffe, dass wir dann in einer Woche weiterkommen. Oh, Italien kann auch nass. Unser erster richtiger Regen. Ja, 6-7 Wochen, ne? Ja. Finde ich gar nicht so schlecht, ne? Endlich werden die Solarpanels mal sauber. Der ganze Dreck wird abgewaschen. Sauber schön. Seit langem gönnen wir uns mal wieder einen Campingplatz, aber der ist richtig cool gelegen und wir müssen ja jetzt auf unser Ersatzteil warten, also machen wir es uns einfach mal ein bisschen bequem. Von Urlaub vom Urlaub. Wir machen Urlaub vom Urlaub. Nein, wir machen Urlaub vom Reisen. Ja. Der ist nicht so nach. Schön, der Platz. Also. Frische Pinien. So, wir zwei sitzen jetzt hier und warten, bis unser Ersatzteil ankommt. Gibt schlechtere Situationen. Ja, ich hoffe, das Ersatzteil passt und die bauen das so ein, dass es danach auch dicht ist. Aber ich habe da einen Moment Vertrauen. So, endlich kommt mein Weihnachtsgeschenk mal in Einsatz. Ich habe dem Tom nämlich so einen schicken
Arbeitsanzug zu Weihnachten geschenkt. Zum letzten Mal so aus. Genau, der ist nämlich noch unberührt, sauber und schön. Deswegen müssen wir den jetzt mal filmisch festhalten. So wird er nie wieder aussehen. Der Tom geht jetzt nämlich abschmieren. Gucken, was Le Castella so zu bieten hat. Und schon wieder habe ich meinen Laden entdeckt. Das trifft's doch. Coco Loco. Ist los, aber es gibt ein Castell. Da gehen wir jetzt hin. Also das aussieht wie so eine verlassene wilde Gäste. Fehlen nur noch die rollenden Büsche, ne? Die hier so. Weiß, was das ist. Haben wir gerade hier entdeckt, gegenüber vom Castell, hier direkt am Meer, steht ein riesengroßer Suppenkessel. Und wie es hier zu lesen ist, scheint das mal ein Guinness World Record 1998 gewesen zu sein, wo hier eine riesen Fischsuppe gekocht wurde. Leider nichts mehr von da, aber ja, von 98 will man das auch nicht unbedingt. Aber cool. Kann man schon mal ordentlich eine Mannschaft von Sapp kriegen. Coco hat da was Gutes gekocht, Coco. Das erste Exmo, was wir hier seit langem, was uns begegnet ist. Sehr schön. Ja, mal gucken, ob wir noch ein bisschen Kontakt knüpfen können. Ich glaube, wir sind aus Spanien. Wir haben es mal wieder geschafft, in der ersten TUI-Reihe zu sitzen. Ich hoffe, das Essen ist trotzdem gut. So, wir haben wieder zugeschlagen. Yummy Hamburger. Mit Tom, wie immer, maßlos, direkt zwei Teller. Großer Hunger. Hallo, ich wollte euch mal updaten, was mit unserem Radbremszylinder so passiert. Wir stehen jetzt Tag 3 hier im Exil auf so einem ganz netten Campingplatz direkt am Meer. Und ja, ich habe extra den teuren bestellt, weil da stand Lieferung am 17., wenn man am 16. bestellt. Ja, jetzt haben wir den 19. und wahrscheinlich heute in der Packstation bei meinem Sohn. Also das ist zum guten Service dieser Firma. Glück haben, geht er heute mit DHL Express noch auf Reise und ist morgen, spätestens Samstag, hier in Italien. Und ich vermute, dass wir den Montag erst einbauen, mit ein bisschen Glück, aber Freitag Nachmittag. Die gehen jetzt schwimmen und der Kuba, der ist so durchgeknallt, der kann das nicht abwarten, bis er ins Wasser darf. Ich bin gespannt, ob er die Wellen auch so toll findet. Nämlich ganz schön ganz schön wellig heute. Ich zeige euch das gleich mal aus der Nähe. Also ich habe ja ein bisschen Angst, dass die Kuba da von den Wellen abläuft. Ja, das ist ja echt schmerzfrei. So, nach dem Vergnügen kommt das nächste Vergnügen. Ich weiß nicht nur für wen. Kuba sieht nicht aus, als ob ihm nur Spaß macht. So, jetzt haben wir 5 Nächte und 6 Tage stehen wir jetzt hier dumm rum. Der ist ja ganz schön. Also wir waren schön schwimmen. Bis jetzt war das Wetter toll. Heute gibt es eine Gewitterfront. Müssen wir uns mal drinnen aufhalten, nicht schlimm. Das Ersatzteil ist jetzt angekommen in Aachen. Mein Sohn hat es weitergeschickt. Dummerweise schwächelt jetzt, weil Wochenende ist, die DHL Express und ich gehe noch davon aus, dass es Montag kommt.
vielleicht Dienstag. Wir werden sehen. So, und dann Mittwoch, hoffentlich haben die einen Slot für uns. Ich habe schon so viele Videos gesehen, da steht man dann ja noch mal eine Woche in der Werkstatt rum. Glaube ich nicht, aber man weiß es nicht. Wer hat sich denn da versteckt? Guck mal. Ich würde mal sagen, das sind Katzenbabys. Hopp, rein! Sitz! Fein! Guck mal, die arme Kleine. Hast du auf den Baum gejagt, Kuba? Kannst du schlecht aushalten, wenn hier Katzen rumlaufen, ne, Kubi? Ah, ah. Nein. Die ganzen Warterei lassen wir uns natürlich nicht Trübsal blasen. Es gibt ein schönes Sonntagsfrühstück mit Lachs und Ei. Und dann geht der Kubi und ich und vielleicht die Koko auch schwimmen. Wir haben hier ein Kätzchen im LKW. Das macht die, weil die Angst hat, dass der Kuba die fressen will. Hallo, ja, jetzt Tag 8, Dienstag, eine Woche später auf unserer Ersatzteilwarte PDC. Aber gute Botschaft, wir haben jetzt hier gerade die Nachricht bekommen, das Teil ist unterwegs mit dem Zusteller zu unserer Werkstatt. Ich hoffe, dass das jetzt gleich ankommt und wir spätestens morgen dann dahin fahren. Ja, jetzt sind wir dann 9 Tage hier gestrandet. Bisschen Sahara-Sand abspülen. Wird ja unser gutes Feuerholz nass. Und wenn schon, denn schon. Jetzt machen wir auch noch die Solarpanels sauber. So, unser Teil ist jetzt da. Hurra! Wir wissen aber noch nicht, wann die Werkstatt uns empfängt. Wir fahren jetzt schon mal an den Strand, direkt bei der Werkstatt und warten dann da. In Pool Position sozusagen. Pool Position, da kann man auch gut Pizza essen. Wir sind dahin zurückgefahren, wo wir exakt vor 8 Tagen gestanden haben. Hier direkt am Meer, in so einem Naturpark. Super schön. Nur eigentlich wollten wir ja jetzt weiter und jetzt warten wir darauf, dass die Werkstatt sich meldet und uns sagt, dass wir kommen können. Die ist, glaube ich, 4 oder 5 Kilometer nur weg von hier. Da hinten ist das Meer. Könnt euch dreimal denken, was Kuba gerade will. Deshalb habe ich den jetzt mal an die Leine gemacht. Sonst ist der wieder nass wie ein Handtuch. Mittwoch, seit gestern ist unser Radbremszylinder ja jetzt in der Werkstatt hier in Catanzaro. Ja, jetzt haben wir da mit denen gesprochen und die haben erst Freitagmorgen für uns Zeit. Die Polizei war heute Morgen auch schon gucken wieder mal, aber ist dann weitergefahren. Mal gucken, was die machen, wenn man hier länger steht. Meine Frau trinkt Kaffee. Abwarten und Kaffee trinken. Ja, haben wir jetzt nochmal, was haben wir jetzt? Nur Donnerstag noch. Mittwoch. Ist ja nicht. Ja, heute Tage. Ist Mittwoch. 2 Wartetage noch und dann geht's endlich nach Sizilien. Nach 8 Wartetagen, die wir schon eh hinter uns haben. Ja, 8 Wartetage aufs Teil und jetzt nochmal 3 Tage auf die Werkstatt. Also das 14 Tage braucht man schon für so eine Reparatur. Schneller geht's nicht. Ich hoffe mal, dass es die letzte ist auf der Reise. Ja. Also wir müssen ja jetzt noch 2 weitere Tage warten.
Aber man kann sich die Zeit ja ein bisschen schön trinken. Deshalb zum Wohl. Da hinten ist das Meer. Gehe ich vielleicht morgen nochmal rein. Super warm hier. Kuba, willst du auch ein Bier? So, wir warten und warten und warten. Kuba findet es voll langweilig. Wir haben ja immerhin noch virtuelle Verlustigung, ne, Kuba? Verlustigung, ja. Guten Morgen. Guck mal, so früh waren wir, glaube ich, noch nie wach, dass wir vor Sonnenaufgang hier aus dem Fenster gucken. Wir fahren jetzt gleich in die Werkstatt und dann ist hoffentlich endgültig unser Radbremszylinderproblem gelöst. Drückt mal die Daumen. Wir wollen nämlich endlich nach Sizilien. Die Sonne geht auf und wir sind unterwegs. So, jetzt sind wir da. Die Monteure schlafen noch, macht aber nichts. Ich hoffe, die kommen gleich. So, der Krümel ist jetzt in Arbeit da hinten bei dem GTS Truck Service. Der Kuba und ich gehen mal ein bisschen in der Gegend spazieren, damit wir den Leuten nicht in den Füßen rumstehen. So, der Radbremszylinder, der ist trocken, aber dahinter die Dichtung, die ist undicht. Kuba und ich, wir gehen jetzt mal zurück zur Werkstatt. Der Tom hat mir gerade geschrieben, es war nicht der Zylinder, sondern die Dichtung. Was wohl heißt, dass wir jetzt 10 Tage eigentlich unnötigerweise hier pausiert haben. Das wäre ja echt dämlich. Die Achse ist raus. Ich hoffe, dass die Sperre nicht fällt. Meine Freunde in Deutschland sagt, man muss da eine Schraube reindrehen. Haben sie nicht gemacht, was ich gesagt habe, und die Achse nicht blockiert. Die Jungs im Internet sagen, dann fällt die Klaue runter und ich habe einen Differentialschaden. Der Meister hat mir jetzt gerade gesagt, wenn die Achse reingeht, ist alles okay und er übernimmt die Garantie. Mal gucken. Wellendichtring ist raus. Das Gute ist, wir haben 2 neue. So sieht's aus hier. Neue Wellendichtring ist drin. So, es ist vollbracht. Jetzt geht's auf die rechte Seite. Das Ganze nochmal von vorn. Hier sieht man deutlich. Leute, es bleibt spannend. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Wir werden gleich, bevor wir losfahren, auf jeden Fall checken, ob unsere Sperre hinten funktioniert. Und nach Aussage von den Super-Experten, an der Stelle ich mich dann ganz herzlich bedanken möchte, weil ohne die hätte ich das heute ja zumindest nervlich nicht überlebt. Also wenn die Sperre rein und raus geht beim Testen, dann ist alles okay. Also wir probieren es gleich. So, die rechte Seite ist auch wieder zu, aber noch ungetestet. So, ihr seht strahlende Gesichter. Wir sind wieder unterwegs nach 6 Stunden in der Werkstatt. Es sieht gut aus. Auf jeden Fall, der Krümel läuft. Wir sind wieder unterwegs und jetzt geht es endlich nach Sizilien. Ja! Woo! So, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Sandkruste außenrum. Aber das sieht eigentlich gut aus hier. Morgen früh werden wir noch mal gucken. Also hier sieht es auch trocken aus und da drüben auch. Also die meisten YouTuber, die machen ja irgendwann Werbung für Klamotten, ne? Machen wir jetzt auch, oder? Kennt ihr schon das neue Modelabel GTS, General Truck Service?
Nein, Quatsch. Das ist Quatsch, Coco. Aber die sind echt super. Abgesehen davon, dass wir neu eingekleidet worden sind, haben die auch unseren Truck repariert. Ja. Also, wir sind erstmal total mega happy. Hier diese General Truck Service haben uns sogar T-Shirts geschenkt. Die waren super nett. Das war ein Familienbetrieb. Die haben alles Mögliche gemacht. Es war super günstig im Nachhinein. Ja. Hat mich fast zum Herzinfarkt getrieben. Fazit ist auf jeden Fall, alles ist wieder dicht. Ja, wir sind wieder dicht. Es sind nicht die Teile, wo wir 10 Tage drauf gewartet haben. Die habe ich jetzt für die nächste Panne oben. Aber man weiß ja nie, wofür es gut ist. In der Ersatzteilkiste, genau. Vielleicht brauchen wir die irgendwann mal in Südamerika. Auf jeden Fall alles gemacht. Wir sind happy, die Leute waren nett und wir haben relativ wenig bezahlt. Also genau. Und ja, jetzt kann es weitergehen. Jetzt geht's nach Sizilien. Andiamo Sizilia. Andiamo Sizilia. Schatzi. Auf geht's. Wir feiern jetzt ein bisschen. Heute mache ich sonst nichts mehr. Prost.